Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sehen wir den Ertrag des Feldes. Wir haben 16.659 Liter Hafer geerntet und ja, 21 Ballen. 20 sind auf dem Hänger, einer liegt da unten noch rum. Den müssen wir nachher mitnehmen. Und achso, hier muss ich mal wieder starten. Der andere brummt noch. Den Hafer bringen wir erstmal in unseren Bunker. Der Mähdrescher steht dort oben jetzt. Ich bin da einmal schon mal unten die Kante abgefahren. Dann, damit er hier unten nicht im Weg rumsteht oder sowas. Die wollte ja nicht wegkommen. Und dann habe ich gedacht, naja, fährst du sinnvollerweise da einmal schon mal hoch. Und guckst mal, wie viel Ertrag das bringt. Das war ist gar nicht so wenig gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Kornschieber habe und ob ich hinten über. Nee, ich kippe über hinten ab. Okay. Also, das sollte jetzt relativ schnell auch den Hafer hier hineingeben. Ich habe drei Aufträge, drei Ernteaufträge, zwei mit Weizen und einen mit Raps. Die zwei Weizenaufträge sind 77 und 78, das müsste hinten bei der anderen Farm auf der Ecke sein. Und das Rapsfeld ist glaube ich 45, das müsste ja bei uns da oben in der Ecke sein, wo unsere Rübenernte stattfindet. Also das ist alles nicht ganz so weit weg von unseren Ländereien oder unserer Gegend. Ich habe die Eier, zumindest vier Paletten Eier dort weggeholt, weil ich gesehen habe, dass die da kurz vor voll waren. Das habe ich noch gemacht in der Pause, eben gerade schnell. Hätte ich aber nicht machen müssen, weil die waren noch nicht voll. Ich will nicht aufs Feld fahren, weil ich hier unten wahrscheinlich dann noch drehen muss. Obwohl, ich werde wahrscheinlich voll sein, wenn ich oben bin. Naja gut, werden wir sehen, wo ich da hinfahren muss. Jetzt werden wir erstmal noch schnell die Ballen abladen an den Ballenabladeort, den wir haben. Oder an dem Lagerort für Ballen, den wir dafür auserkoren haben. Und dann gucken wir mal, wie es sich weiter angeht und anläuft hier. So, ich müsste es eigentlich mal durchsortieren, ne? Da müssen wir alle Ballen ein bisschen einigermaßen gerade stehen, ne? Damit nicht so eine großen Lücken sind, weil das sieht alles nicht ganz so schön aus. Moment, das machen wir jetzt so fix. Da werden wir jetzt mal ganz fix durchsortieren. Dann werde ich jetzt hier einmal die da abstellen. Dann komm du Hänger mal mit und sammel mal Ballen mit ein hier, damit die dann schön stehen hier, schön stehen können. B wie beladen, so die vier gehen auch noch mit, sehr schön. Dann machen wir hier mal eine enge Kurve und werden hier vorne mal noch welche von mitnehmen. Geht nicht. Moment. Geht wirklich nicht. Ich habe die Vermutung, dass mir da Ballen abhandengekommen sind durch diese komischen Flugballaktion, die Ballenaktion, die wir da hatten. Ich bin mir echt nicht sicher. Wollen wir gleich mal gucken hier. Gut, dann werde ich die jetzt hier auch erstmal zwischenlagern. Nee. Belade mich mal wieder. Er merkt, dass er nicht voll ist. Also das ist schon okay. Gut. So, dann werden wir jetzt mal hier daneben fahren. Nicht dagegen fahren, daneben fahren. Und versuchen, so viel Ballen wie möglich von hier nur wieder aufzusammeln. So. Merkt auch, dass wir noch nicht voll sind. Das heißt, wir werden jetzt von denen ein paar Ballen mitnehmen hier. Hoffe ich zumindest. So, dann sind wir jetzt voll und die kann ich jetzt mal daneben stellen. Dann sieht das erstmal schon mal da auf der Seite ganz gut aus. Das ist ja durch ein, also sagen wir mal so, es ist ja doch durch einen Fehler vom Spiel mit mal dazu gekommen, dass die Ballen hier nicht da stehen, wo sie stehen sollen. Weil der mit mal irgendwie der Meinung war, er müsste noch welche aufladen. So, gucken wir mal. Okay, ich wollte eigentlich erst gucken, ob ich sie da hinstellen kann, aber anscheinend konnte ich sie direkt daran stellen. Sehr schön. So. Müssen ja nicht da hinten rückwärts reinfahren, ne? Dass ich die da hinten mal raushole. Naja, ist auch nicht so wichtig. Oder? Das ist mir wichtig. Versuch da mal rückwärts an der Kante lang zu kommen. Das kann ja heiter werden. Moment. Also Drehung, Drehung, Drehung. Rumse fahren und dann hier so rumse fahren. Dann versuchen wir da mal rückwärts hinten reinzukommen und die dann rückwärts da auch abzustellen wieder. Erstmal gegen die Wand geklatscht, das ist natürlich ungünstig. So, jetzt müssen wir den Anhänger da mal. Nee, nicht so stark. Jetzt bin ich mal gerade, danke.
Ja. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen weit weg von dem. Ich glaube, ich kann auch da hinten einfach quer durchfahren, ne? Ach, wir fahren hinten einfach quer durch den Busch. Das muss ja gehen, glaube ich. Da hinten muss ich da irgendwo durchpassen. Das sieht doch aus, als wenn ich da lang fahren könnte. Hinter den Bäumen, hinter der Baumreihe. Hier passe ich doch schon durch. So. Genau, hier kann ich doch lang fahren. Die Baumreihe, die wird es aber auch nicht mehr lange geben hier, glaube ich. So, hier müsste ich auch durchpassen, gerade so. Auch mit Anhänger. Auch mit Anhänger. Oh, steht noch ein Baum. Den hier nicht stellt. So. Dann mal B drückt, dass wir hier schon mal die ganzen Ballen aussammeln. Zwei könnte ich noch. Machen wir erstmal nicht. So, erstmal raus hier. Haben wir noch drei Ballen. Die sammle ich dann noch ein. Da fahre ich jetzt vorwärts durch. So. Dann haben wir hier mal ein bisschen Ordnung wieder geschafft. Zumindest. Ja. Gefühlt ein bisschen Ordnung gemacht. So. Aus. Nicht, dass ich jetzt gleich hier die Senageballen mitnehme. So, haben wir hier wieder raus. So. Dann kommt ihr mal mit hier. So viel wie geht. So, da fehlt noch einer. Warte mal, nee, weiß ich, wo ich den hier hole. Wenn noch einer fehlt. Ah, da weiß ich, wo ich den hier hole. Da liegt ja auf dem Acker noch ein einzelner rum. Können wir den gleich noch holen? Zack, kommt da mit. Und dann fahren wir hinten durch den Busch und dann stellen wir die da einfach ab. Einmal hinten quer durchfahren. So dicht wie möglich dann da dran fahren. Und ich wollte hier gucken, wie viele Paletten hier stehen. Dann habe ich das auch gleich erledigt. Hier stehen vier Paletten vor, also ein Produktionsdurchlauf, wo alle drei Paletten kommen, geht auf jeden Fall nochmal. Da kann ich also auch nochmal warten, dass die Gewächshäuser was tun. So. Und dann wollen wir hier mal hinten durch die Botanik fahren. Können wir dann mal gucken, in welche Richtung wir abladen. In die Richtung laden wir ab. Dann könnte ich, glaube ich... Ah, jetzt kann man gerade ziehen, dann kann ich da hinstellen. Zack. So, und stehen sie da in Reihe und Glied. Sehr schön. So, dann laden wir die alle auf. Dann fahren wir nochmal durch und dann stellen wir die daneben. Und dann haben wir so einen halben Stab hier vorne noch liegen. Den werden wir nachher, wenn wir die anderen Ballen auch haben, dann sauber mit einsortieren. Aber der müsste jetzt hier, da müsste ich jetzt hier einmal nochmal dichter an dem Baum dran vorbeifahren. Dann müssten die eigentlich hier nochmal hinpassen. Wenn alles gut geht. Oh, ein bisschen schief. Liebes Englisch, Englisch ist modern. Sehr hübsch. Sehr hübsch das Ganze, würde ich sagen. Wir stehen dort schon mal 80 Ballen wieder. Oh, da kommen einige zusammen, würde ich sagen, dann bei der Weizenernte. So, dann können wir uns jetzt um die Weizenernte kümmern hier. Um die weitere. Haben wir die Ballen erstmal durchsortiert? Das ist wichtig. Also das war mir persönlich wichtig, dass ich die dann ein bisschen durchsortiere. So, und dann gucken wir mal, wie viel Weizen wir nachher hier von diesem Feld bekommen. Ich denke, das wird jede Menge sein. Und dann müssen wir natürlich, oder werden wir nachher dann einmal mit beiden Hängern im Tandem Weizen und einmal Hirse und zum Dings bringen, die Mühle bringen. Hirse hatten wir jetzt diesmal gar nicht, ne? Nee. Also können wir beim nächsten Mal wieder Hirse machen. Das ist ja auch eine Pflanze, die ich nächstes Jahr erst anpflanzen kann. Und ja, für Raps müssen wir, glaube ich, diesen Monat schon Felder aussuchen, die wir dann machen. Da würde ich aber ein großes Feld machen wollen. Also entweder dieses oder die Ernest da würde ich dann mit Raps machen. Wobei ich dieses da drüben eher mit Weizen machen würde. Aber für Hirse bleibt ja nicht mehr viel, ne? Na, Hirse wäre das kleine Feld dann. Nee, das ist ja weg. Kuhstall, das ist weg. Gras.
Dann bleibt bloß noch das 2 Hektar Feld, welches aktuell mit Rübe belegt ist, dass wir dann den Hirse drauf bringen. Ja, das ist okay, das passt auch. Dann machen wir das so. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Hirse. Und dann haben wir Raps, Weizen wieder. Das Mehl für den Kuchen. Lecker Kuchen. Und lecker Weizenbrot. Das ist immer schön. Richtig schön. Ich weiß ja nicht, also so richtig schön frisches Brot ist, glaube ich, mit das Beste, was man eigentlich so, was es so gibt. Wenn man so richtig schönes frisches Brot da hat, dann da so die ersten paar Scheiben von isst. Also ich esse dann immer deutlich mehr am Abend, beim Abendbrot, wenn ich ein frisches Brot habe, als wenn es dann so 3 Tage alt ist. Dann so ein bisschen, oh, ne? Also richtig frisches Brot. Gott, kriege ich schon wieder Hunger. Ich habe gerade eigentlich, naja, vor 2 Stunden erst gegessen. Ein frisches Brot heute. Heute, freitags gibt es immer frisches Brot und montags gibt es immer frisches Brot. Das sind meine Einkaufstage. Und Donnerstag gibt es immer irgendwas, was man, wo man das Brot halt eben irgendwo, also so Strammer Max oder sowas, ne? Also wo das Brot wirklich bloß als Unterlage dient. Und als Trägermaterial für irgendwas anderes, wo es dann nämlich auf den Geschmack oder die Frische des Brotes unbedingt ankommt. Wo es dann auch schon mal ein bisschen mäh sein kann, hätte ich fast gesagt. Aber ein bisschen zäh sein kann einfach. Das ist schon. Aber generell, frisches Brot kaum zu toppen. Was angeht, also was wirklich den reinen Geschmack von einer Teigware angeht, wenn man jetzt. Ne, Brötchen ist natürlich auch toll. Schönes frisches Brötchen. Da geht übrigens auch, also das kann man sich auch machen. Schönes frisches Brötchen, dann eine Scheibe Salami drüber, ein schönes Ei und dann, also richtig ein Spiegelei, ne? Also Spiegelei-Brötchen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder so, ob ihr das schon mal gemacht habt. Aber das ist auch wirklich sehr lecker. So. Und dann halt eben eine schöne Gurke dazu, also so eine eingelegte, so ein, keine Ahnung, Gurkenstick oder Spreewälder Gurke. So ein bisschen, oh, das hat schon was. Man kann theoretisch auch die Oberfläche vom Brötchen mit einer wunderschönen Barbecue-Soße oder sowas versehen, wenn man auf den Geschmack, auf diesen rauchigen Geschmack, oder wenn einem das gefällt, dann ist das eigentlich immer ganz, eine ganz coole Sache, wenn man das nebenbei so hat. Der Rückwärtsgang ist aber da. Komme ich da vorwärts rum? Ja, ne? Um was kaputt zu fahren? Ja. Kaputt zu fahren habe ich mir hier durch die mehr Aktion hier, ne? Kann der ja schon genug. So, dann wollen wir uns mal da drunter stellen und dann wollen wir mal den ersten Weizen in Empfang nehmen. Mal gucken, ob ich hier jetzt so zwei, ob ich mehr Weizen reinkriege, als ich Gerste reingekriegt habe. Gerste war ja gewichtstechnisch bei 92%. Mal gucken, wo der Weizen dann anhält. Ob der früher oder später anhält. Das werden wir ja dann sehen. 1,5 Bunker waren das beim letzten Mal immer, ne? Ein Anhänger. Circa 24.000. Einheiten. So, kann ich schon mal ausmachen, kann ich schon mal rübergehen. So, Alete. Und ab geht's. So, dann werden wir einmal wieder hochfahren und wieder runter, denke ich mal. Oder mache ich nochmal quer, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich nochmal quer fahre. Aber einmal hoch und einmal runter wäre schon ganz cool, ne? Oh, man könnte auch nochmal quer machen und. Egal, wir fahren erstmal hoch und dann werde ich den Bogen. An den Bogen runterfahren kann ich glaube ich nicht, weil dann ist das aus Abwurfrohr auf der falschen Seite. Ich weiß gar nicht, ob das Abwurfrohr oder wie man das auch immer nennt. Aber die Frage habe ich ja schon mal gestellt. Da bin ich mir nicht sicher, wie das genau heißt. Müsste man vielleicht mal Tante Google fragen oder so. Wie heißt das Kornabwurfrohr eines Mähdreschers? Und dann steht da wahrscheinlich Kornabwurfrohr oder so. Man weiß es nicht. Und steckt ja nun nicht drin. So, aber der Ertrag wird irgendwie nicht aktualisiert oder ist ähnlich wie bei der vorigen Frucht. Also das sieht, glaube ich, auch vorher Gerste drauf auf dem Feld. Naja. Macht hier nichts.
Ist auf jeden Fall noch viel Arbeit. Hier ist ein bisschen Unkraut dabei. Das könnte hier den Ertrag an der Stelle ein bisschen schmälern. Müssen wir mal gucken, ob da jetzt ein gelber Streifen entsteht. Tatsache ist leicht hellgelber Streifen zu erkennen da drin. Gut, ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht so genau. Ah, hier geht es jetzt schon mit dem Grün los. Also hier hat er jetzt schon ganz gut reinbeißen hier ins Getreide. Ich weiß auch nicht, ob ich die Feed Informations demnächst wieder kaufen muss oder so. Ich glaube aber ja, das könnte langsam sicher schon runtergehen. Zumindest muss ich für das Feld da unten wahrscheinlich Feed Informations kaufen, für den einen kleinen Streifen, den ich da habe. Damit das dort anständig funktioniert, alles das Position Farming. Und wieder keine Probleme bekommen. Aus. Na komm. Sind wir gleich auf die Wiese, bitte ich hier. So. 41%, oder wir nehmen das mal hoch hier. 41% haben wir jetzt. Dann fahren wir nochmal runter und dann fahren wir. Halt doch mal an. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Eieieiei. Das war nicht gut. Das hat uns auf jeden Fall auch Ertrag gekostet. Naja, das passiert bei den Kunden, Sachen aber nicht. Im Übrigen, die Aufträge für das Getreide, also für die zwei Weizenaufträge, die ich habe, die bringen das Zeug zur Kornmühle. Das heißt also, da können wir alles drin abkippen, was wir da auf den beiden Feldern ernten, weil das wird ja dann unser Mehl. Das kennen wir ja schon, den Trick. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, der Trick. Den Raps, den muss ich zum Verkauf bringen, direkt in Johnson's Farmer Market. Der möchte den haben, von dem Auftrag. Naja, gut, kann er ja gerne kriegen. Habe ich keine Probleme mit. Der gute Farmer von Johnson. Aber wenn der jetzt auch zur Ölmühle gegangen wäre, gut, das ist ein kleiner Auftrag. Da bringt er $500 oder so. Also fast nichts. Ja, da wird auch nicht viel Raps für uns überbleiben oder irgendwas in der Art sein. Also das wird eher so ein bisschen, ja, schnell mal drüber fahren, abernten. Vielleicht reicht es sogar mit einem Autohänger aus, das Zeug abzufahren, weil ich nicht viel vermute, was da entsteht oder wie viel wir da ernten können. Das ist halt bloß eine elendigwerte Fahrerei, glaube ich. Das ist das Einzige, was blöd ist. Was vielleicht eigentlich mehr Geld kostet, als es nachher am Ende einbringt. Wollen wir es nicht hoffen? Denn wir wollen ja eigentlich wirtschaftlich arbeiten. Zumindest hatte ich mir das mal vorgenommen. Klappt semi-optimal manchmal. So, mal gucken, was hier los ist. Eieieiei. Ja, das macht er nicht. Also hier so hochfahren, das ist ihm. Da quält er sich. Ich habe ganz schön die Waldtätig mit. Ach, du ahnst es ja nicht. Na gut, ja, das sind ja auch nochmal 150.000, die wir aufrüsten können, dass es hier 9T wird, ne? Damit er dann auch die richtige Power für dieses dicke Schneidwerk hat. Und dann hier nicht so einen Kriechgang hinlegt, sondern hier auch ordentlich sauber mit 10, 12 km/h dann hochfährt. Bringt ja dann auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit bei der Ernte. Gut, aber wenn wir das wissen, dass wir hier so kriechen, dann müssen wir natürlich eigentlich nicht in die Richtung hier langfahren. Das ist jetzt erstmal die letzte Fahrt, die wir hier so in diese Richtung machen. Ja, es ist immer recht hügelig. Aber ja. Ich bin gespannt, wie viel Gras quasi das denn da abwirft. Also wie viel Ballen wir da immer runterkriegen. Ob das denn gute 10 Ballen bei jeder Ernte wären. Dann hätten wir 30 Ballen im Jahr. Das ist auch nicht viel, aber immerhin besser als nichts. Und wird für unsere Viecher reichen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht noch eine schöne Wiese mal erstellen können. Also ich würde sagen, das Feld hier gegenüber hinterm Bahnhof, weiß nicht, wie das heißt, durch die 35, eignet sich eigentlich auch wunderbar als Wiese. Da kann man nämlich auch jede Menge Fläche quasi umflügen und
Hat dann ordentlich Fläche, die man dann zu Feld machen kann und wo man dann Gras ernten kann. Da spekuliere ich schon ein wenig drauf. Auch. So, dann wollen wir so ausfahren. Dann wollen wir mal mit dem Abtanktraktor hinkommen und wollen noch mal gucken, ob jetzt mehr Weizen in den Anhänger passt oder mehr Gerste. Wie gesagt, die Benchmarks sind, glaube ich, 24.400 Liter oder sowas gewesen oder 24.300 irgendwie so in dem Dreh. Man merkt aber schon hier auch, Kamerad Fendt hat jetzt nicht unbedingt die ganz große Power für diesen Anhänger mit dieser Last hinten dran. Also er ist eigentlich schon schwer überfordert mit 17.000 Litern Korn, wie man sieht. Ja, wir schaffen 15 km/h damit auf dem Acker. Gut, man soll jetzt auch nicht mit 50 über den Acker heizen, aber wir könnten das ja theoretisch. Also er ist schon gut gehend überfordert, wir sollten vielleicht doch den roten davor hängen, obwohl der grüne dann auch Schwierigkeiten kriegen wird, wenn die Ballen wieder drauf liegen. So, das Experiment machen wir jetzt noch, da warten wir jetzt noch drauf und dann ist auch gut für heute. Wir sind zumindest schon mal so weit, dass wir die Haferernte abgeschlossen haben, die Weizenernte ist im vollen Gange und wir kriegen weniger Weizen in den Anhänger als erwartet. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir zumindest gleich viel oder ein bisschen weniger reinkriegen, aber es sind 3000 Liter weniger, die reinpassen. Das sind so 21.000 Liter pro Anhänger. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Das ist schon, naja, okay. So, aber die bringen wir jetzt erstmal in den Bunker bei uns. Ich weiß gar nicht, wie viel 100.000 Liter da reinpassen. Nicht, dass wir dann nachher Schwierigkeiten kriegen, dass da Kapazitätsgrenzen kommen. Das könnte nämlich durchaus dann demnächst passieren, aber Gott, dann können wir es ja immer noch verfrachten in Richtung Mühle. So, rum ums Eck hier. Rein ins Gemüse. Und abgeladen den Weizen. So, wie viel haben wir jetzt hier an Weizen dann? Eins drücken. Sehe ich das gerade hier nicht, was der Bunker hat. Ach, da unten sehe ich es. Also 90.000 Liter Gerste haben wir. Wir kriegen jetzt Weizen dazu. Mach doch mal die Kettensäge aus. Wir haben auch noch 65.000 Einheiten, 72.000 haben wir schon. Also da werden auch einige kommen. Ich weiß gar nicht, wo hier Schluss ist. Also da müssen wir mal, ich weiß gar nicht, sehen wir das hier? Wo Schluss ist bei unserem Lager? Kapazitätstechnisch? Nö, sieht man auch nicht. Aber da liegt einiges. Aber wie gesagt, wir können natürlich zur Mühle jederzeit ja, gute 200.000 Liter bringen, glaube ich. Also da kriegen wir auf jeden Fall gut eingelagert. Und ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, Butterproduktion ist schon wieder am Stehen bleiben. Es war, oh, das war knapp. Na gut, okay. Das war wirklich knapp. Das kriegen wir aber heute denn um 12 hin, dass das dann läuft. Guti, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.